Sind Sie Möbelhändler oder verkaufen Sie Möbel? Ich kenne Ihren größten Konkurrenten, egal wo Sie sind. Die meisten Kunden verlieren Sie nämlich nicht an die Großfläche, auch nicht an das fiese Küchenstudio um die Ecke, sondern an das teuerste Möbelstück der Deutschen, die lange Bank. Ich habe das basiert auf Hunderten von nachtelefonierten Angeboten schon immer gesagt, aber die wissenschaftliche Studie fehlt in Deutschland bis heute. Die USA ist uns hier voraus. In einer groß angelegten Studie des Magazins Furniture Today gaben 40% aller Befragten an, trotz des Besuchs von mehreren Möbelhäusern und intensiver Internetrecherche überhaupt nichts gekauft zu haben. Das heißt, 40% aller Besucher von Möbelhäusern kaufen überhaupt nirgendwo, verschwenden aber Zeit, Benzin und die Aufmerksamkeit unserer Verkäufer bei dem Versuch, etwas zu kaufen. Warum investieren dann Möbelhausbesucher so viel Zeit und kaufen dann doch nicht? Es gibt meiner Meinung nach zwei Gründe. Erstens die Konkurrenz von anderen, dringenderen Ausgabenposten und zweitens die Überforderung mit der Auswahl der Möbel. Kommen wir zunächst mal zu der unfairen Konkurrenz aus anderen Bereichen und Branchen. Nehmen wir mal an, eine Familie kann 2000 Euro für ein Sofa entbehren und trägt sich 2 bis 4 Wochen mit dem Gedanken, eins zu kaufen. Diese Kunden sitzen zu Hause aber nicht auf Apfelsinenkisten, sondern die haben schon ein Sofa. Unsere Kunden kaufen die Möbel nicht, weil sie sie brauchen, sondern sie ersetzen normalerweise voll funktionale Möbelstücke, weil sie sich vorstellen, ihr Leben wäre mit den neuen Möbeln einfach schöner. Genau dieses Bild muss bei der Beratung entstehen, sonst gibt es für den Kunden noch überhaupt keinen Grund zu kaufen. Der Möbelhandel verkauft zu 90% Luxusgüter, sieht das aber selber so nicht. Wenn unsere Beispielfamilie in dieser Zeit zum Beispiel einen Winterreifen platzt, ein Kostenvoranschlag des Kiefernorthopäden ins Haus flattert oder das Gespräch auf einen anderen Konsumwunsch wie ein Urlaub, neues Auto oder schicke neue Kleidung kommt, ist die Anschaffung des Sofas schnell vom Tisch. Zu Punkt Nummer 2, Überforderung mit der Auswahl. Warum laufen Menschen denn überhaupt durch 4 bis 6 Möbelhäuser? Mittlerweile ist durch das Internet ein bisschen weniger geworden. Weil sie mit der Entscheidung überfordert sind und weil ihnen nicht dabei geholfen wird, eine Entscheidung zu treffen. In einer weiteren amerikanischen Studie, bei der über 12.000 Möbelkaufinteressenten befragt wurden, gaben 42% aller Befragten an, es gebe zu viel Auswahl. Sowohl an Möbelhäusern als auch an Produkten. Der Konsument will also gar nicht durch so viele Möbelhäuser laufen und so viele Möbel anschauen. Mehr Auswahl führt zu schlechteren Abschlussquoten. Die Studien dazu habe ich Ihnen unten verlinkt. Außerdem fühlen sich 41% mit der Gestaltungsentscheidung überfordert. Dabei geht es nicht nur um das Möbelstück, sondern um den Raum. Fällt Ihnen was auf? Die Zahl 40% taucht erstaunlich oft auf. 40% kaufen gar nicht, 41% beschweren sich über zu viel Auswahl und 42% sind mit der Gestaltungsentscheidung überfordert. Sollten das etwa dieselben Menschen sein? Dann haben wir den Grund für die Konkurrenz durch die lange Bank gefunden. Wir verkaufen keine Möbel, sondern Träume und Räume, sagt Joe Capillo, ein amerikanischer Möbelspezialist. Aber wie schaffen wir es denn bei den immer abweisenden Kunden, die immer nur gucken wollen und sich kaum ansprechen lassen, an diese Träume zu kommen? Die Antwort liegt im Verkaufsprozess. Erstmal müssen wir übrigens überhaupt einen Verkaufsprozess haben. Denn einfach nur den Kunden mit, kann ich ihnen helfen anzusprechen und denen, die das bejahen, nach dem Zufallsprinzip möglichst viele Möbel zu zeigen. Es funktioniert weder für den Kunden noch für den Verkäufer gut. In unserer Treppenmethode für den Möbelverkauf wird der Prozess in Etappen zerlegt und diese werden dann systematisch nacheinander abgearbeitet. Zunächst wird sichergestellt, dass zum optimalen Zeitpunkt angesprochen wird. Dann wird, bevor es um das Möbel geht, mit Eisbrechern ein menschlicher Kontakt aufgebaut. Denn Menschen kaufen von Menschen, die sie kennen, mögen und denen sie vertrauen. Diese in Deutschland weitgehend unbekannte Maxime ist in den USA der Wahlspruch jedes guten Verkäufers. Und davon gibt es in den USA verdammt viele. Sobald der Kunde den Verkäufer als Mensch kennt, mag und ihm vertraut und nicht vorher,
werden noch immer keine Möbel gezeigt, sondern wir machen überraschend mit der Hilfe einer Kontaktskizze, nichts mit der späteren Planungsskizze zu tun übrigens, machen wir eine Ermittlung der Ist-Situation des Kunden. Dabei geht es darum, den ganzen Raum und möglichst das gesamte Leben des Interessenten zu erkunden, damit wir ihm dann bei der Entscheidung helfen können. Auch dieses Jahr begleiten wir wieder maximal 10 kleine bis mittelgroße Möbelhäuser in unserem Club der Durchsetzer dabei, einen kundenorientierten Verkaufsprozess wirklich einzuführen. Unsere Kunden schaffen es, ihren Verkaufsprozess dauerhaft und nachhaltig zu optimieren und den Effekt in Form von höherer Abschöpfung auch zu messen. Wenn Sie wissen möchten, wie viel Geld Sie mit Ihrem speziellen Unternehmen durch mehr Abschöpfung verdienen können und wie wir Ihnen dabei helfen können, vereinbaren Sie eine kostenlose 60-minütige Verkaufspotenzialanalyse mit mir. Ich freue mich auf den Austausch mit Ihnen.